Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, wenn ich heute ein neues Kapitel in meiner Skat-Videoserie aufschlage. Ihr seht es hier schon am Hintergrund, da ist doch irgendwas anders, da ist doch irgendwas neu. Ja, ein neues Format. Heute der erste Teil einer Serie, in der ich euch mal zeige, wie ich versuche, mich für das Skat Masters in Berlin, das größte Skat-Turnier der Welt, zu qualifizieren. Dass ich dieses Turnier spiele, das sollte ja bekannt sein. Zweimal habe ich schon den großen Jackpot geholt. Von daher hat dieses Turnier natürlich jedes Jahr einen Platz in meinem Turnierkalender. Jetzt kommt hinzu, dass ganz viele von euch auch mal wissen wollten: Daniel, sag mal, wie funktioniert dieses Turnier eigentlich? Wie spielst du es? Wie schaffst du es, dich immer wieder zu qualifizieren? Und zusätzlich auch das Team von GameDuel fand, dass das eine super Idee wäre, wenn ich da mal Videos drüber mache. Ihr könnt das da unten links im Bild deswegen auch sehen, ein Werbevideo. Uiuiui. Aber das mache ich natürlich nur, weil ich auch absolut hundertprozentig dahinter stehe. Dieses Turnier kann ich vorbehaltlos empfehlen. Und das muss man natürlich auch sagen, es ist ein sehr wettkampfintensives Turnier. Es machen sehr viele Leute mit, denn GameDuel, die Plattform, hat natürlich ein sehr weites Publikum und da geht es dann wirklich zur Sache. Viele Hobbyspieler sind dabei, viele erfahrene und Topspieler auch. Das ist ein sehr gemischtes Feld und alle wollen natürlich in dieses Finale in Berlin, wo es dann 25.000 Euro für den Sieger zu holen gibt. Ja, das bedeutet, dass hier irgendwo schon so ein bisschen eigene Regeln gelten, dass hier wirklich ja, alle alles geben. Dass also, ja, Gefangene werden hier nicht gemacht. Das einfach schon mal so vorweg und dann schauen wir mal, wie das funktioniert und wie ich das versuche. So, ich habe mich hier eingeloggt auf GameDuel. Oben seht ihr das, Waldtax ist mein Name und dann klicke ich einfach unten in die Mitte auf dieses Skat Masters, jetzt mitspielen. Da seht ihr auch schon, ich habe ein paar abgeschlossene Turniere, habe gerade im letzten Turnier mal 30 Euro gewonnen und jetzt versuche ich hier das 30. Skat Masters mitzuspielen. Ist schon ein paar Wochen übrigens zurück, aber waren so interessante Spiele dabei, dass ich euch die jetzt natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich klicke also auf Jetzt spielen. Dann setze ich noch den Haken und mit 10 Euro Einsatz bin ich dabei und starte meinen ersten Versuch. So, das Turnier läuft immer über einen Zeitraum von einer Woche. Freitag geht's los bis Donnerstagabend. Lobby ist immer offen zwischen 16 und 24 Uhr. Und ja, ihr seht das hier. Hier ist schon so eine Rangliste zu sehen. Die Punkte sind allerdings noch nicht besonders beeindruckend. 400 hat hier der Erste. Woran liegt das? Das Turnier ist gerade erst gestartet und erst wenige Spiele wurden durchgeführt. Ich habe mich also direkt am Freitag kurz nach 16 Uhr nach Öffnung der Turnierlobby eingewählt. Und dann geht es jetzt einfach mal los. Jetzt spielen und schon werden die Karten verteilt. Ihr seht das hier, es ist so eine Zulosung. Das liegt dann daran, dass hier auch versucht wird, jegliche Schummelabsichten von Haus aus zu unterbinden. Es werden die Spieler zugelost, es sind die Spieler maskiert, das heißt, ihr bekommt immer neue Spieler, alle 3 Spiele und ihr wisst auch nicht, gegen wen ihr spielt. Von daher irgendwelche gemeingefährlichen Absprachen, die sind sehr gefährlich und das ist, die sind nicht gefährlich, sondern die sind schwer zu treffen und das ist auch gut, dass das hier unterbunden wird. So, hier geht es gleich ab. Ihr seht das, obwohl ich ja selber auch schon einen Buben, zwei Asse und noch eine 10 habe, sind die beiden Kollegen fleißig dabei. Für 44 wird jetzt Mittelhandbesitzer. Ja, da habe ich natürlich nichts mehr dem entgegenzusetzen. Schauen wir einfach mal, wie die erste Partie jetzt hier anläuft. Ein Grang wird es. So, Moment, ich muss das hier gerade noch mal ein bisschen arrangieren. Wie machen wir es am besten? So ist, glaube ich, am besten. So. Kreuz wird gestochen, alles klar. Und er geht direkt über die Dörfer. Pik König von meinem Partner, dann hat der Alleinspieler offensichtlich 4 Pik. Ja, ich vermute schon, dass er 3 Buben hat, sonst wäre das ja ein ganz schwacher Grang, wo ich noch die beiden anderen Asse habe. Aber er kommt ein bisschen zu kurz, deswegen er zieht gar nicht den Buben. Und Herz Ass ist auch noch mit bei meinem Partner. Na, hört mal, hört mal, hört mal, was soll das denn für ein Grang sein? Ich hoffe mal, dass der Alleinspieler jetzt nicht die Herz 10 hochgespielt bekommen hat. Aber nein, er hat vermutlich dann 3 Karos dabei. Könnte zumindest sein, der König deutet das an. Da werde ich mal in den Schnitt gehen, denn Herz Ass war ja auch noch bei meinem Partner und der hat auch hochgereizt. Ja, den haben wir doch an den
Am Schlafittchen, da ist die Karo 10. Ja, mit Karo Buben kann ich ja gleich auch noch zurückstechen. Also dieser Grang, der war ein wenig zu dünn in Mittelhand, vielleicht aus Gründen des Tempoüberlegung hätte der Spieler besser die Karo 10 in den Keller gedrückt, dafür eine Herz- und Kreuz-Lusche oben gehalten. Dann hätte er sich vielleicht auch noch einen Pik Unterzug erlauben können. Also vielleicht wäre da was gegangen, aber so war das nichts. So sack ich hier die ersten 40 Punkte ein. Und ja, das ist ja schon mal was, wenn du selber keine Blätter hast. Ach, guck mal hier, vier Damen im Blatt. Mensch, ist das ein Zeichen? Und vor allen Dingen, ist es ein gutes Zeichen? Ich nehme das mal als gutes Zeichen. Wenn du im ersten Päckchen viele Damen hast, dann, ja, das sollte irgendwie sich noch positiv für dich auswirken. Ja, keine Überraschung. Die beiden sind wieder in ähnlichen Kategorien unterwegs wie eben schon. Da wird sich nichts geschenkt. 48 wird gehalten, 50. Erst bei 50 kommt diesmal Hinterhand ran. Das gibt einem ja dann zumindest schon wieder ein wenig Hoffnung, dass mein Partner auch noch die Hand voll hat und dass da irgendwas zu holen ist. Wieder Grang, wieder gleich in Kreuz die Stechfarbe, wieder mit rein, also sehr verdächtige Parallelen. Oh, auch wieder 4 Pik, aber diesmal ist die 10 blank. Das ist natürlich schon der entscheidende himmelweite Unterschied. Damit ist das Spiel vermutlich gewonnen. Drei unbekannte Karten noch. Mal gucken, ich habe so den Verdacht, wo mein Partner überhaupt kein Herz abwirft, dass der Alleinspieler noch auf dem Herz Ass zu dritt stehen könnte. Deswegen behalte ich hier noch meine Herz 10 bestellt. Und ja, so ist es auch. Dann kann ich jetzt hier natürlich mit der Dame schnippeln und mein Karo Ass anbieten. Das sind echte Schneider-Freizüge, mit denen wir uns jetzt hier so gerade rausmogeln auf 31 Augen. Ja, der Grang sah also dank der blanken Pik 10, muss man sagen, natürlich eine ganze Ecke besser aus. So, na schaut, ich habe es doch noch gesagt, das muss ein Zeichen sein. Erst vier Damen, jetzt kommen die vier Buben. Gut, da sind noch nicht so viele Asse dabei, Zähne auch nicht, also ein bisschen Verstärkung brauche ich noch. Zwei Reizungen dagegen, na, wenn der die Hand volle hat, dann komme ich womöglich gar nicht ran, aber das müsste er auch erstmal beweisen. Nein, 33, dann gibt er auf. Ja, dann schauen wir mal. Schnapp. Ho, 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 das nenne ich doch mal eine gute Findung, zwei volle. Ja, da würde ich sagen, sieben Augen drücken, und das solide Spiel ist jetzt natürlich der Pik. Ja, das muss man sagen, sieben Trümpfe in Vorhand, nur zwei Stiche in der Abgabe, das Spiel wäre unverlierbar. Aber, ich sagte es ja, sehr wettkampfintensiv, und vor allen Dingen, um in dieses große Finale zu kommen, musst du in diesem Wochenturnier unter die ersten drei kommen. Und da wird richtig getrommelt, deswegen so ein Durchschnittsergebnis, das langt nicht. Mit anderen Worten, ich gehe jetzt ins Risiko, ich riskiere den Grang, auch wenn der natürlich nicht so sicher ist wie der Pik. Da kann einiges passieren. Da geht es schon los, 21 fallen auf meine Kreuz-Lusche. Jetzt habe ich im zweiten Stich dann aber wieder Glück, dass ich mit dem Karo-König hier in den Schnitt komme. Jetzt muss ich nur noch meine Pik-Schwäche, sage ich mal, abspielen. Und wo jetzt Karo 10 weg ist, greife ich einmal locker von unten, passiert auch nichts, 24 Augen. So, jetzt gibt es noch einen Stich, 39. Rest bei mir, der Grang lief doch viel besser, als ich, sage ich mal, befürchtet habe. Ja, da ist das erste Päckchen durch. Nach einem Päckchen gibt es immer die Abrechnung. 210 für mich, also ein guter Start in dieses Turnier. Dann direkt weiterklicken, nächstes Spiel, und nach drei Spielen wird, wie ich es eben schon sagte, neu zugelost. Das geht dann auch ganz fix, gerade wenn ihr am Freitagnachmittag in dem Turnier dabei seid. Da sind so viele Spieler, die es versuchen, dass das wirklich ratzfatz geht, und dann gehen wir hier in die zweite Runde. So, erstes Spiel. Sieht natürlich nicht dolle aus, aber ich sag mal so, ein 0 ist das, ne? Klar, muss ich auch noch irgendwie was finden. Ich habe auch gar nicht groß die Hoffnung, dass ich hier rankomme. Dafür ist das Spiel eigentlich ein bisschen zu schlapp, ohne einziges Ass. Ja, der erste hat schon aufgegeben. Oh, ich komme tatsächlich ans Spiel. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn man bei 22 rankommt, dann
Ich wollte es nicht sagen, aber dann kann auch mal Bube und Ass liegen. Das wäre ja sonst ungewöhnlich. Schaut mal, jetzt hat sich das Spiel ganz anders entwickelt. Jetzt ist es natürlich kein Null mehr. Jetzt ist es natürlich ein viel besserer Karo mit 10 Augen im Keller, Ass zu dritt, 6 Trumpf. Ja, das ist jetzt natürlich ein starkes Spiel. Es ist nicht unverlierbar, aber das wollen wir doch jetzt nicht hoffen. Das müsste schon sehr bitter dagegen setzen, wenn hier jetzt was passiert. Oh, Herz Dame ist natürlich eine Karte, die siehst du mit gemischten Gefühlen. Wenn jetzt der Abstich kommt, weil Herz zu viert steht vor dir, dann sieht es natürlich finster aus. Also mal einmal Daumen drücken. Ah, da musst du mit bedienen. Das ist schon mal der erste Schreckmoment, der sich wieder in Luft auflöst. Ah, auch Trumpf. Bekomme ich das Ass? Scheint Trumpf zu viert zu stehen, aber immerhin dann schon mal das Trumpf Ass. Nee, ist gar nicht zu viert, hat er mir gleich gegeben. Gut, aufgrund der Reizung wohl auch klar, dass ich mindestens den nächsten dunklen Buben auch noch habe. Dann passiert jetzt natürlich in dem Spiel nichts. Schneider wäre unrealistisch, wahrscheinlich steht Herz zu dritt, aber gewinnen will ich das Spiel jetzt natürlich. So, 4 Augen, dann können wir doch noch mal mitzählen. Na, kommt schon die Herz 10. Na gut, 25, alles klar. Wenn er noch ein Bild für den Herzkönig hat, dann sind sie natürlich raus. Ja, so ist es auch. Gut, das war ein schönes Spiel. Das ist kein Grund zu klagen, gerade wo ich die 21 gefunden habe. Vor der Skataufnahme war das erst so ein ziemlich schlapper Ansatz. Aber ich sagte ja, ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass die Liste sich hier irgendwie günstig für mich entwickelt. Uiuiui, jetzt wird es aber heiß hier, sage ich mal. 4 volle, das ist genau so ein Ding, was du in diesem Format, sage ich mal, ja, ab und an mal reizen musst. Ist natürlich schon ein bisschen irre, ist ein bisschen frivol, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Der macht aber auch Spaß. Und natürlich verlierst du ab und zu mal so ein teures Ding, dann kannst du dein Ergebnis meistens vergessen. Aber wie ich schon sagte, du brauchst hier ein wenig mehr als den Durchschnitt und deswegen musst du auch ein wenig mehr riskieren. Und für 24 bekomme ich das Ding. Na dann habe ich immer noch die Hoffnung, dass einigermaßen drin liegt, dass ich noch etwas Verstärkung finde für mein Herz ohne 4. Also 3, 2, 1, schnapp. Nein, 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 nein. Kreuz 8 und König. Bei einer 24er Reizung hätte ich ja nun nicht unbedingt geglaubt, dass ich nun noch Kreuz finde. Das ist natürlich Höchststrafe, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich hier ein wirkliches Problemspiel. Aber es nützt ja nichts, die Show muss weitergehen. Und wenn das Spiel so problematisch ist, dann hilft es an sich nur, dann gibt es nur einen Weg, der noch irgendwie helfen kann. Mit einer blanken 10, das ist so eine Alles- oder Nichts. All-in-Drück-Variante, mit der du, ja, Hü oder Hott, Hip oder Hop, geht oder geht nicht. Jetzt muss natürlich der Trick mit der Karo 10 funktionieren. Und dann spiele ich den Kreuz. Ohne 6, ein Dreitrümpfer ohne 6 ist natürlich auch ein teures Ding. Aber ich sag mal, der hat Chancen, wenn der Bluff mit der Karo 10 funktioniert, wenn also die Gegner unter dem Karo Ass mal ausspielen. Da sehen wir schon, Karo Bube wird rausgenommen, also Spieler 1 in Mittelhand, der hat ja auch die 24 gereizt, der scheint die Hand voll zu haben, dass er nicht mal Trumpf Ass oder 10 legt, und hier kommt der Karo König, und den sehe ich eigentlich gerne. Ein Bild in Karo, das könnte doch mal unter dem Ass sein. Jetzt gilt es Daumen drücken. Ja, da kommt die Karo Dame, die ist natürlich blank, sonst käme sie jetzt nicht, damit habe ich jetzt 27. So, jetzt wollen wir mal schnell das Herz Ass ziehen, damit da nicht noch was abgeworfen wird. 38, und jetzt habe ich ja eine Siegidee. Ich meine, Karo Ass wird wohl nicht mehr laufen, weil Hinterhand schon die Dame legt und überstechen kann, aber vielleicht komme ich dann an die Pik 10 ran. Das ist jetzt mein Plan, das Spiel zu gewinnen. 38 Augen liegen. So, Herz wird auch gestochen. Und warum sticht der Herzkönig? Jawohl, ich hoffe doch, dass er auf der Pik 10 wirklich steht und deswegen auch kein Pik abschmeißen wollte. Und spielt der Trumpf rüber zu seinem Partner nach Vorhand, der hat wohl nur die beiden Buben, also 6 Trumpf dagegen, und ja, er kann es natürlich nicht wissen, dass er jetzt, wenn er Pik öffnet, seinem Partner hinten wohl die 10 freispielt. Er kann es nicht wissen, dass ich die Karo 10
frech blank in der Hand habe, deswegen kommt das Karo Ass ganz natürlich. Das war genau der Spielverlauf, den ich haben wollte, denn jetzt muss natürlich der Spieler hinten überstechen. Ich stehe immer noch auf meinen 38 Augen und da sieht es auch gut aus. Pik 10 muss bei Spieler 1 sein. Ja, ja, ja. Ja, ich bekomme die Pik 10 und werde diesen Kreuz ohne 6 gewinnen. Ein 3 Trümpfer mit 2 Seitenassen gegen 6 Trumpf. Das sind natürlich Spiele, die nicht nur viele Punkte bringen, die sondern natürlich auch richtig Spaß machen und wirklich was für die Moral sind. 84 Punkte gibt es dafür, ist ja also auch nicht wenig. Ja, Mensch, ich habe wirklich ein gutes Gefühl hier. Naja, das dritte Spiel ist wieder ein Ansatz, sogar ein deutlich stärkerer Ansatz als eben noch. Das ist ein schöner Pik ohne 4. Naja, schön ist er noch nicht, aber 5 Trumpf mit beiden vollen, dazu noch ein Seitenass, eine bestellte 10, kein Stück Karo. Da werde ich ja wohl noch ein bisschen reizen müssen. Ich war gerade so am Überlegen übrigens, wie weit ziehen wir denn das Ding jetzt? Was passiert? Aber wir müssen uns die Frage gar nicht mehr stellen. Ich wollte wirklich so nur drüber nachdenken. 33 müssen wir dann aussteigen, gehen wir noch auf 44. Je höher du reizt, desto höher ist natürlich auch das Risiko, sich mit einem Buben tot zu finden, aber für 27. So, jetzt machen wir mal eine passende Karte im Skat. Hopp! Nee, ne? Das ist ja das Schlimmste, was ich jetzt finden konnte. Ist ja fast wie eben. Zweimal Neublau, zweimal vierte Farbe, kann ich direkt wieder runterdrücken. Das ist natürlich enttäuschend, das ist wenig. Jetzt habe ich natürlich ein Spiel, was wieder einen sehr günstigen Verlauf braucht, was vielleicht auch ein wenig Unterstützung von meinen Mitspielern braucht. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Die Spieleröffnung ist natürlich schon mal gut. Ich komme mit dem Kreuzkönig in Schnitt. Das war auf jeden Fall sowieso hier mal eine Grundvoraussetzung, um dieses Spiel zu gewinnen, dass ich den Kreuzkönig nach Hause bekomme. Okay, da kommt die Stechfarbe, nehme ich mit. Zwei Karos sind raus. Wenn nochmal Karo kommt und die 2-1 verteilt sind, wird natürlich ein Voller fallen. Das behalten wir schon mal im Hinterkopf. Nächste Karo wird also wieder gestochen. Oh, und da kommt Herz Ass, das sehe ich natürlich gerne. Das spielt mir die Herz 10 hoch, das ist günstig. Jetzt kommt Karo. Und da ist das Ass, ja, das sieht doch gut aus. Ich denke mal, Spieler 1 wird natürlich noch 2 Trümpfe haben. Jetzt ist die Frage, hat er noch 2 Kreuz, hat er noch 2 Herz? Kann ich es mir erlauben, jetzt Trumpf zu spielen? Ihr seht, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Jetzt läuft hier auch die Zeit runter. 9, 8, 7, 6 und ich habe mich dann entschlossen, Trumpf rauszuspielen, das ist auf jeden Fall eine Karte, mit der ich genauso wenig richtig oder falsch mache, wie mit Kreuz Ass oder Herz 10. So, es ist aber wirklich gar nichts los. Herz steht 2-2, dann muss Spieler 1, wo die Karos draußen sind und alle Herzen draußen sind, neben seinem letzten Trumpf natürlich auch noch genau ein Kreuz haben. Damit ist das Spiel jetzt natürlich völlig ungefährdet nach Hause gegangen. Ja, mit 70 Augen, also da könnt ihr sehen, ein Traumpäckchen, 325 Punkte, 3:0 Spiele und 2 wirkliche Risikospiele, ohne 6 und ohne 4, aber sie sind gut gegangen und wenn das so läuft, dann kann es hier wirklich ein gutes Ergebnis werden. So, das war jetzt der Stand nach 2 Päckchen. Wir machen jetzt mal einen Sprung in das letzte Päckchen. Ich habe tatsächlich liegen dann 1800 Punkte. Es lief ganz gut weiter, nicht ganz so steil mehr wie am Anfang. Das kann man auch nicht erwarten, dass jedes Päckchen so läuft. Aber es lief sehr gut weiter auf 1800. Zu dem Zeitpunkt hier bin ich jetzt im Turnier der Führende.
Und jetzt kommt das letzte Päckchen und ich möchte noch ein gutes Spiel haben oder zwei, dass ich über 1900 Richtung 2000 Punkte komme. Das ist typischerweise so die Marke, die du brauchst, um hier unter die ersten drei zu kommen und damit eine Direktqualifikation, ein Ticket für Berlin dir zu ziehen. So, erstes Spiel, das ist aber gar nichts, da werde ich natürlich jetzt auch nicht mehr solche absoluten Murmeln riskieren. Kreuz wird gespielt. Könnte interessant werden. Ich habe noch 4 Trumpf dagegen. Ich habe noch ein Ass dagegen, eine bestellte 10. Mein Partner hat auch noch ein Ass. Wer weiß, ob das so ein gutes Spiel ist. 11 Augen für uns. Der zweite wird aber gestochen. Gut, mein Partner hat sogar noch den alten. Na? Okay, das bedeutet, der Alleinspieler hat wohl 6 Trumpf und 3 Pik noch dabei. Mit beiden Trumpfvollen auch, dann wird es natürlich schwer für uns. Gut. Letztlich wird es jetzt drauf ankommen, wo ist das Pik Ass? Ist sogar noch bei meinem Partner, aber Pik steht halt 2-2. Er hat beide Vollen gestochen, sowohl die Herz 10 als auch mein Karo Ass. Und das Trumpfvolle wird er jetzt natürlich auch noch heimbekommen. Ja, da lässt er sogar noch ganz lässig den siebten Pik fallen, will hier noch ein paar extra Augen sammeln. Er weiß eben, dass er mit der Trumpf 10 hier jetzt hinter mir sitzt und auf jeden Fall noch diesen satten Stich machen wird. Ja, 64, also durchaus ein knapper Sieg, aber auch dann gut gespielt, muss man sagen, sehr gut vorgetragen. So, zweites Spiel, das ist doch die Chance. Das ist doch jetzt meine Chance für das Spiel, was mich über 1900 Punkte bringt. Ein Zwei-Farben-Spiel in Vorhand. Also Kreuzhand 36 kann ich auf jeden Fall. So, was ist mit Spieler 2? Ich hoffe mal, dass er nur ein Herz oder ein Karo hat, dass er gleich bei 27 oder 30 die Flinte ins Korn wirft. Aber er tut es nicht. Karo Hand ohne 2, 36 halte ich. So, nun gib doch auf, ich brauche das Spiel, er bietet 40. Leute, was ist das, 40? Ich stehe so gut und gleich kommt auch noch ein Spiel. Soll ich hier diese 40 halten? Kreuz Hand mit stillem Schneider etwa? Eieieiei, das ist ein sehr hohes Risiko, was man vielleicht am Anfang der Liste auch noch eher bereit wäre einzugehen, aber doch nicht so kurz vor Toresschluss mit schon so einem hohen Ergebnis. Also ich mache mir hier diese Entscheidung wirklich nicht leicht. Ich kann natürlich auch zum Grang noch finden, einen Buben. Vielleicht reizt er ohne 3, ohne 4. Es ist wirklich bitter. Das wäre so ein Moment, wo du natürlich unglaublich gerne für 36 rangekommen wärst. Gut, die Vernunft siegt. Der Bauch sagt ja immer, spielen, spielen, spielen. Du wirst schon was finden, aber die Vernunft sagt, nein, ich ruiniere mir hier sonst diese sehr gute Liste. Wir gucken uns das Spiel an und es wird ein Karo Hand bei 40er Reizung. Also wohl mindestens ohne 3. Ohne 3 spielt für Hand 5. Ansonsten hätte der Spieler noch reingeschaut. Ja, Hand hat alle Hand, wie es so schön heißt, also ich werde jetzt mal ein Ass auf den Tisch packen und das war ein Griff ins Klo. 32 für den Alleinspieler, der lacht und nimmt hier meinen ersten Vollen raus. Na, ob jetzt noch was geht? Gut, irgendwas muss er haben. Na siehst du, in Kreuz haben wir dann die 24 gegriffen. Ja, und jetzt kommt es da sicher ein bisschen drauf an, was mein Partner noch auf der Brust hat, wie er in Trumpf besattelt ist und vor allen Dingen, wie er in den Herzen besattelt ist, ob in der Beikarte da was geht. Und habt ihr das gesehen? Da fällt der Pik Bube und da geht natürlich noch so ein Nebenweg für mich auf. Wenn der Herzbube im Stock liegt, dann müsste der Spieler uns natürlich Schneider spielen und das kann er nicht mehr schaffen, denn wir sind schon raus und es sieht gut aus. Es sieht so aus, jawohl, es ist der Herzbube im Stock, damit verliert der Spieler hier seinen Karo Hand durch Überreizen. Erstmal schön für mich 40 Augen, die nehme ich natürlich auch gerne mit, aber bitte guckt es euch an, Herzbube, das wäre mein Grang gewesen, die Buben waren verteilt, die Kreuz 10 stand blank, ich hätte einen Grang gehabt, sehr wahrscheinlich Schneider mit nur 2 Pikstichen in der Abgabe. Oh, das Ding, meine Güte, aber ich glaube, es war absolut die richtige Entscheidung.
Das war zu gewagt, dieses Spiel zu machen. Jetzt muss ich einfach warten und hoffen, dass im letzten Versuch noch was für mich kommt. Und da haben wir wieder, da haben wir wieder das gemischte Doppel. Zwei Damen, zwei Buben, aber und zwei Zehner. Ja. Können wir eine Runde Tischtennis Doppel mitspielen, aber kein Skat. Ja, schade. Andererseits, das werde ich euch später in den nächsten Videos vielleicht auch nochmal erläutern, diese 1880 oder was, die ich jetzt gespielt habe, die sind trotzdem einiges wert, die zählen nämlich in die Rangliste. Über die Rangliste kann man sich auch qualifizieren. Die besten 6 Jahresergebnisse zählen für diese Rangliste und da werden nochmal 30 Plätze für das Finale vergeben. Da ist es immer wichtig, solche Ergebnisse größer 1700, 1800 Punkte reinzubringen in diese Liste. Deswegen nehme ich das jetzt gar nicht so schwer. So ist es gekommen, 40 Punkte jetzt im letzten Päckchen. So, jetzt schauen wir hier nochmal und da seht ihr das 1844 erster Platz. Aktuell, das war allerdings am Freitagabend und das Turnier lief jetzt noch eine ganze Woche. Am Ende bin ich mit diesem Ergebnis Fünfter geworden, hat also noch nicht für die direkte Qualifikation gereicht. Die gute Nachricht ist, das zwingt mich natürlich hier weiterzuspielen und das bedeutet, es können in diesem Format noch einige Videos auf euch zukommen.